römische Hütte, so einen knappen Kilometer in Lenzkirch. Da gehen wir jetzt hin. Waren gerade beim Italiener, haben super geil typisch Schwarzwälder Essen gegessen. Spaghetti Bolognese und Tortellini alla Panna. Ja, genau. Richtig gutes Essen für die Tage. Bier war gut. Und das wir haben eigenes Bier, Lenzkirch. Lenzkirch Pilsner. Hammer krasses Bier. Jetzt sind wir geschafft. Da drüben geht die Sonne auf. Es ist übrigens nicht mal 6. Juhu. Dafür habe ich einen Kaffee aus dem Bett gemacht. So. Jetzt geht's weiter. Kurze Nacht gehabt. So. Da unten ist Lenzkirch. Das lassen wir jetzt hinter uns und gehen ab zum Schluchsee. Wo ist er denn da? Da geht's lang. Hallo Echo! Das Statement stimmt. Aber. Ente! Krass, das ist das Tolle am Schwarzwald. Von einem Moment zum nächsten kann es nass werden. Da unten ist er, der Schluchsee.
Blümchen weg. Ah, das ist erholsam, im Gegensatz zu dem Steinweg gerade. Kommst du wieder. Ah, schön. Schon wieder vergessen. Vergiss mal nicht. Vergiss mal nicht. Hab ich vergessen. Wir sind angekommen am Schluchsee. Ist das nicht toll? Und ja, hier. Das ist doch eine Deluxe-Hütte. Da unten ist der See. Es regnet, wie man sieht. Ja, okay, jetzt regnet es nicht mehr. Es hat geregnet. Aber das ist ein Naturcamp. Hier dürfen keine Autos rein, sondern nur für Gruppen und so und Wanderer, die man mit dem Tarp oder Zelt, wie man sieht hier. Cool, Holz haben sie, Wasser haben sie, Dusche, warmes, Küche hinten, alles umsonst dazu. Gehört, muss ich echt sagen, Naturcamp am Schluchsee. Kaffee fertig. Das ist meine schöne Wandertour, hä? Da drüben wäre der Wanderweg. Aber das ist jetzt unser Blubberweg. Das war eine gelungene Abkürzung. Schön. Schön. Jetzt gehen wir weiter. Nein, Häschen. Oder Kaniki, Häschen. Ah, kleine Piepmetz. Ist das nicht cool? Wir laufen jetzt in eine Wolke. Jetzt wird's mystisch. Thank you.
Brot. Ich probiere mal meine scharfe Soße. Ja? Scharfe Soße, die probiere ich jetzt. probieren. Also diese Bio-Gurke, die dicke, ja, die war fantastisch. Die haben halt schon Tage dabei, die ist immer noch wie neu. Seit Anfang an? Ja, ganz frisch und hart und schmeckt gut. Dann. Ja, dann. Wow, die Schulter dann schön vom Wackeln. Mhm. Und natürlich Prost. Hey, 1100 Meter Höhe, Bier, Essen, alles da. Das will ich allein, ich habe gesagt, das könnte jetzt nicht kühler sein. Ja, kann ich ja noch eine Stunde warten. Ja, dann ist er abgestanden. Und wie findest du die Hütte? Super, und vor allen Dingen hier mein Gartenzaun auf der Veranda. Ja gut, ich sag doch, gut, dass wir zwei Planen dabei haben. Ja. Das sind ja auch zwei Menschen. Ja, morgen nach St. Blasien. Morgen nach St. Blasien. Erstmal durch den Blasien. Ja, erstmal durch den Blasien. Ich glaube, deswegen laufen wir hier, ja. Wir sind kurz davor oder schon drin, fast. Der Blasien. Nee, der kommt, ich weiß nicht. Die Nacht war gemischt. Meine Mutter hat es nicht so toll gefunden. Ich habe mich total regeneriert heute. War kühl, war hoch. Irgendwie hat es mir besser getan. Und da gerade an dem Platz haben wir ja schon mal Kaffee getrunken. Jetzt geht's mal in diesen Blasiwald. Mal gucken, wie der ist. Ich bin nicht so groß. Ja, das ist für Leichtwanderer gedacht. Lol. Vogelkacke. Aufpassen. Ich muss auf Spitzen gehen, weil ich zu klein bin. Yeah.
Mhm. Ach so. Also dieser Blasiwald bisher, naja, jetzt gehen wir wieder runter, aber da kommt jetzt eine Schlucht, wie hieß die? Vergessen. Ja, vergessen. Ich nehme es auf, wenn wir da sind. In ein paar Meter sind wir in der Schlucht. Ja. Wilder Thymian und anderes Kram mit Feenblume. Voll doof. Ihr Wanderstab ist in zwei. Ja, auch die Flicken da. Cool, mal gucken, wie das ist. Das ist jetzt die Windbergschlucht. Die Windbergschlucht, die ist aber schnell durch. Aber es war sehr schön, finde ich, sehr schön. Geht's weiter. So, St. Blasien. Was auch immer das ist. Hm. Heilige St. Blasius. Das ist nach dem Essen. Ja. Cool.